Lass uns als erstes über João Palhinha sprechen. Der ist wohl eine der größten Enttäuschungen für den FC Bayern in diesem Sommer. Der Portugiese von Fulham war schon zum Medizincheck in Deutschland. Dann platzte der Wechsel in der letzten Sekunde. Tja, für Palhinha soll das Thema Bayern aber noch lange nicht durch sein, oder Christian? Das ist true. Ja, João Palhinha, wir erinnern uns, am Deadline-Zeitfenster um 18 Uhr am Freitag des Deadline Days gescheitert der Transfer, musste wieder am gleichen Tag zurück nach London, aber die Bayern haben ihn sehr, sehr beeindruckt, auch seine Familie, die ihn berät, sein Bruder, sein Vater, Jan-Christian Dresen hat da ganze Arbeit geleistet und ich habe gehört, er hat ihn mit auf den Weg gegeben, es ist noch nicht aller Tage Abend, also quasi, es wird nochmal probiert im Winter, da will der FC Bayern nochmal angreifen, das Geld ist da, die 70 Millionen für Pavard, für Gravenberg und das Wichtigste ist, der Spieler war so begeistert vom FC Bayern, von diesen paar Stunden, die er beim FC Bayern verbringen durfte, dass er anscheinend mitgeteilt hat, wenn er wechselt im Winter und er will im Winter zum FC Bayern wechseln, dann auch nur zum FC Bayern und dass kein anderer Verein dazwischen grätscht.